Unity. Stellar Simulations. Robot Vacuum Simulator 2013. Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Special auf dem Kanal von Toto LFT. Wir spielen heute eins der besten Spiele des Jahres 2013 und zwar den RVS. Wir steuern hier einen Staubsauger, der in einer Wohnung Dreck wegmacht. Viel Spaß mit dem Robot Vacuum Simulator 2013. Ja, während hier im Hintergrund ein wunderschöner Jazzgesang dudelt, fahren wir in einer sehr niedrigen Framerate mit unserem blau-schwarzen Staubsauger los, um kleine Kügelchen einzusammeln, die hier in einer Wohnung verteilt sind. Ja, das Spiel ist ein Amann-Projekt. Keine Ahnung, wer auf so eine Idee kommt, so einen Schwachsinn zu machen. Wir sehen hier, das Ganze hat eine tolle HD-Auflösung mit gigantischen Texturen und überhaupt keinem Kantenflimmern. Und durch diese kleine Wohnung mit diesem matschigen Form hier fahren wir jetzt an Eiffelturmartigen Gebilden vorbei in einem Affenspeed. Da kann nicht mal das neue Need for Speed mithalten. Also ganz ehrlich, das ist das Top-Spiel unter den Staubsauger-Simulationen. Da war echt nicht mehr zu erwarten. So, unter dem Sofa hier, das so aussieht, als würde es ein bisschen levitieren, fahren wir jetzt hier durch und haben schon die ersten beiden Staubsaugerkörner, Staubkörnchen eingesammelt. Und jetzt geht die Jazzmusik im Hintergrund auf einmal so richtig los. Da kommt doch richtig Laune auf, hier mit einem Staubsauger durch die Wohnung zu rasen. In Richtung des Bades. Ja, das ganze Video hier mache ich jetzt übrigens, nehme ich gerade zum dritten Mal auf. Das heißt, ich bin schon ein bisschen demotiviert. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich diese Scheiße hier jetzt schon zum dritten Mal heute an einem Tag durchspiele. Nur es gab immer irgendeinen technischen Fehler. Naja, boah, ein wunderschönes Zimmer mit zweifarbigen Wänden. Hier ist hinter der Tür. Ne, hinter der Tür ist nichts. Ach, Mann. Das Lustige ist auch, dass die Staubkörner hier nicht irgendwie zufällig verteilt werden, sondern jedes Mal am gleichen Ort sind. Das heißt, es ist immer wieder spannend, das Spiel von vorne durchzuspielen. Auch immer mit dem gleichen Staubsauger. Also wenn es irgendwann mal eine Fortsetzung dieses Spiels geben sollte, dann schreibe ich dem Entwickler mal irgendwelche Konzeptzeichnungen hier, dass man zum Beispiel auch Staubsauger in verschiedene Formen oder verschiedenen Farben nehmen würde. Das würde das Spiel so gigantisch aufwerten, das glaubt ihr gar nicht. Nun ja, es gibt hier übrigens bereits beim Vacuum Simulator in 2013 einen Duellmodus. Da kann man dann mit sage und schreibe zwei Staubsaugern an einem Rechner durch die gleiche Wohnung fahren, durch dieselbe sogar, durch dieselbe hoch aufgelöste, grauenhafte Wohnung mit einzelnen Staubkörnern unter einem Bett. Und der eine Staubsauger ist rot. Und dann kann man am Ende sich voll betteln in diesem schnellen Tempo und dann überlegen, wer hier ganz eindeutig mehr Staubkörner einsammelt. Physik gibt es in diesem Spiel überhaupt nie. Wie ihr seht, ich bin hier gerade gegen die Tür gefahren und die Tür bewegt sich keinen Millimeter nach vorne. Genauso wenig wahrscheinlich wie dieser Vorhang da hinten. Allerdings wackelt die Kamera so lustig, wenn man hier über die Schwellen fährt. Das gibt dem Ganzen gleich noch so ein realistisches Gefühl, als wäre man hier wirklich ein Staubsauger. Das glaubt ihr gar nicht. Das müsst ihr übrigens einfach mal ausprobieren. Das Spiel ist kostenlos. Googelt einfach mal Robot Vacuum Simulator 2013, dann findet ihr das. Ihr findet auch die Vorgängerversion 2012 auf dieser Website. Und wenn ihr Interesse habt, dass ich auch ein Special-Video zum Vacuum Simulator 2012 mache, dann sagt es doch. Wir legen ja mal kurz einen Rückwärtsgang ein, um aus der Ecke hinterm Klo rauszukommen. Ist ganz schön viel Dreck im Bad hier. Ja, dann könnt ihr das sagen. Und der Vacuum Simulator 2012 hat nämlich noch eine ganz besondere Eigenschaft. Das ist nämlich alles nicht dreidimensional wie hier, sondern das ist wie bei den Uralt-Spielen. Das ist in der Vogelperspektive obendrauf in einer noch mehr verpixelten Welt. Das sieht grauenhaft aus. Aber man kann mit einem Staubsauger durch die Wohnung fahren und hey, in welchem Spiel kann man das denn noch machen? Das ist doch wunderbar. Ja, so, wir haben jetzt hier nur noch ein paar Staubkörnchen hier im Flur und dann ist hier noch hier, das dürfte die Küche sein mit dem Tisch drin. Letztes Zimmer, so. Wir haben es fast geschafft. Wenn ihr wollt, dass
ich den Duellmodus mit dem roten Staubsauger mal zeige, dann schreibt mir es mal in die Kommentare mit irgendeinem Hashtag, wo der Name Sherlock drin vorkommt. Vielleicht können wir den lieben Sherlock ja überreden, dass er das mal mit mir zusammen ausprobiert. Ich werde ihm... Na, nee. Egal. Oh. Einbauküche. Da hinten ist irgendein Skyline-Bild von irgendeiner Großstadt in den USA, New York, keine Ahnung. Ja. So, fahren wir hier zwischen den Stühlen durch. Also unter unserem Küchentisch hier liegt aber in der Regel ein bisschen mehr Staub als ein Körnchen. Und wir bleiben schon wieder am Stuhlbein hängen. Naja. Das Witzige ist, dass das Spiel hier gerade ernsthaft in der 1920x1080p Auflösung läuft. Also ganz ehrlich, das sieht in jeder Auflösung gleich bescheuert aus. Und das Kantenflimmern ist echt mal grauenhaft. Das kann man in keinem Spiel erwarten. Naja, nicht mal in so einem kleinen Ein-Mann-Projekt wie hier. Also, das dürfte jetzt das vorletzte Staubkörnchen in der Küche sein. Gleich ist es geschafft. Und ich kann euch sagen, falls ihr es bis jetzt dran geschafft habt, dran zu bleiben, dann kann ich euch nur raten, bleibt auch bis zum Ende des Spiels dran. Oh, kommen wir hier durch, das wird eng. Ja, na, dafür wurde das Spiel wahrscheinlich konzipiert, dass der Stuhl genau da angestellt, dass man noch durchkommt. Naja, jedenfalls bleibt bis zum Ende dran. Schaut euch jetzt die letzten paar Staubkörnchen noch mit an, denn das Beste an diesem Spiel, der absolute Gag, ist dann eigentlich der Abspann. Den würde ich dann auch unkommentiert stehen lassen. Ich kann nur sagen, freut euch drauf, das lohnt sich wirklich, diesen Abspann dieses Spiels hier anzugucken. So, fahren wir weiter. Bam, 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 bam. Unaufdringlicher Jazz im Hintergrund. Und das Grundtempo dieser Musik ist auch noch schneller als unser Staubsauger hier, der hier mit seinen 200 PS durch die Wohnung tuckert. So, ein rotes Etwas. Das sieht aus wie irgendwie ein Lautsprecher in der Home-Kinoanlage hier. Schick, schick. Und das letzte Staubkorn. Jetzt komm, gib nochmal Gas. Die letzten Meter. Wir haben es fast geschafft. Nicht erschrecken, die Musik hört gleich auf beim letzten Staubkorn. Aber wir haben es fast geschafft. Und Abspann. Thank you for playing. Das habe ich wirklich gerne gemacht und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesem Schwachsinn hier zuzugucken. Wie gesagt, probiert es selber mal aus. Das Ganze ist kostenlos, kann man sich runterladen. Und was mich jetzt am meisten interessiert, ist eigentlich, könnt ihr bitte ein bisschen Feedback hinterlassen, denn ich würde gerne wissen, ob ich mehr solcher Special-Videos machen soll. Jetzt nicht zwingend mit dem RVS 2012, sondern irgendwie mit anderem Schwachsinn. Naja, haut es mal in die Kommentare und ihr könnt auch mal einen Hashtag reinhauen,
I Love und dann den Namen dieses wunderschönen Producers hier und Pepsi-Drinkers und was weiß ich. Ich hoffe, hattet Spaß beim Abspann. Sebastian, Röhrt, irgendwas, Mangseth oder so, ich habe keine Ahnung. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.